So. Knochen haben wir jetzt auch genug. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann. Ja. Was fehlt mir noch? Knochen. Da haben wir noch ein paar. So. So, dann haben wir ein bisschen mehr Knochenrüstung. Und dann kann ich hier von denen noch ein bisschen Stöcker und Dingens hier sammeln. Eine kann ich auch schon wieder sammeln. Und dann bauen wir mal eben ganz schnell die kleine Flamme da auf dem Boot auf. Noch ein paar Steinchen. Und der Stöcker brauche ich auch ohne Ende. Aber Blätter auch nur noch 4 Stück. Warte, habe ich noch was zu essen? Ja. Immerhin werde ich hier nicht verhungern. Läuft da hinten einer? Ne. Läuft gerade keiner da. Boah, alles los. Steckt er mich so? So, aber als erstes würde ich sagen, Blätter und Stöcke sammeln. Oh, die brauchen wir auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob die Dinger überhaupt leer gehen. Nö. Komm, verpisst euch. Geht weg. Stöcke haben wir 10, Steine haben wir 2, Blätter haben wir 4, das passt. Erstmal ausreichend. Oh, Kanickel. Glaube, ich müsste aber auch demnächst mal einen Kollegen oder so mal mit zu The Forest einladen. Dann bauen wir das zusammen da hinten auf. So. Paar Stöcke fehlen noch, aber dann, sobald das Boot hier fertig ist, dann können wir die alle hier voll machen mit Holz. Können wir auch nach da vorne irgendwo hin segeln, direkt oder da, wo man näher an den Bäumen ist, und das Ding voll jagen und dann wieder hier hin und dann schon mal das Fundament aufbauen. Ich brauche noch 51 Stöcker. Dann 45 Baumstämme, ey.
Nicht, dass die Ureinwohner hier wieder auftauchen. Habe ich schon ein bisschen Schiss vor. So. Und wieder genug Stöcker. Das Ding muss ich aber mal schauen, dass ich mal abreiße. Weil das brauche ich irgendwie gar nicht. Gar nicht mehr, eher gesagt. Oder komm, wir machen das mal eben in den Einstellungen, Gameplay. Ja, machen wir eben mal an. Ganz kurz. Machen das dann mal eben kaputt. Ja. So, dann können wir das auch wieder ausschalten. Passiert nichts, okay. Einer haben wir genug. Warum müssen die mal hier entlang rennen? Nickelsalat. Hier schreckt einen alles, wirklich. Ich will nur meine Festung dafür. Habt ihr das gehört? Das war ich selber, okay. Irgendwas war da. Ich habe auf jeden Fall was gehört. Schnell mal eben Rückzieher machen. Ich glaube aber auch, dass das Boot hier einfach zu groß ist für mich. Toll. So. Schau mal, ob ich damit nicht leicht weiter nach da hinten näher an die Bäume paddeln kann. Ja, ich brauche dringend hier eine zweite Person. Dieses Boot. Könnte auf jeden Fall mal den Sally fragen, ob er Bock hätte, mal demnächst einfach mal mit dazu zu kommen.
Komm schon. Ja, ich glaube, dieses Boot lasse ich demnächst einfach mal links liegen. Stell den einfach mal bei uns im Hafen ab, sobald wir uns einen Hafen gebaut haben. Dann bauen wir für uns alleine hier ein kleineres Boot. Gibt es ja noch ein anderes hier. Ein kleines Floß. Aber auch ein bisschen zu klein. Ja. So, gleich haben wir es noch ein bisschen. Das wird ein Heidenspaß alleine. Wieder ein neues Tier entdeckt. Was für Tiere entdecken wir da? Einen Moment. So, stimmt hier, ne? Hier? Tiere 3. Karpfe, Höhlenfisch, Dorsch, Paletten, Doktorfisch, Gelbspanz, Segeldoktor. Okay. Ein Varan. Die Lurche sind also Varane. Schildkröte. Okay. Gut zu wissen. Haben wir einen neuen Fisch wahrscheinlich entdeckt. Oder so. Da haben wir noch eine Schildkröte. Eine Idee wegen der Schildkröte. Mitnehmen. Den brauche ich jetzt nicht. Warte mal, der Panzer. Dann würde ich aber sagen, für Wasser. Wassersammler. Ich hier auch ein. Oder vielleicht da oben. Na, hier oben geht es nicht. Dann hier zumindest. Wenn wir einen kleinen Wasseraufsammler auch stellen. So. So haben wir jetzt wieder die falsche Axt. Die hier. Gleich haben wir schon. Ja. Und noch ein letztes Mal. So. Das müsste dann reichen.
können wir von hier immer wieder so da drauf die Bäume eben ganz schnell fällen hier drauf. Müsste eigentlich dann auch den Karren von da hier rüber holen. Hat die Schildkröte davor. Merke auch, ich habe langsam Hunger. Legen wir uns noch eine leckere kleine Schildkröte drauf. Da. Komm, ich hab Hunger. Dabei. Dabei, dabei. Sei fertig. Da noch. Komm, Stöcker. Rettchen. Nick, komm. So. Und dann fürs nächste Mal, wenn es regnet. So, der ist aufgebaut. Kommt gerade keiner, gut. Am besten, wenn von den Ureinwohnern gar keiner kommt. So, 10 Stück haben wir wieder. Schade, dass man nicht mehr schleppen kann. Es regnet! Ja, Mann! Es gibt gleich Wasser. Es gibt gleich echtes Wasser. Echtes Wasser, geil. Und schnell wieder zurück. Genauso wie die Schildkröte, die will auch wieder zurück. So. 5 Stöcker noch. Anscheinend sammelt das noch kein Wasser. Stopp. So, jetzt 5. Dann hätten wir das hier auch schon fertig. Dann könnten wir mal es riskieren. Ah. Dann wieder Wasser. Nice. So, wir könnten dann jetzt mal riskieren, hier ein paar Bäume zu fällen. Und dann unser Boot immer zu beladen.
Aber eins. So. Haben wir schon mal ein paar abgeholzt. Oh, C war das. Ja, sieht auch sehr sicher aus eigentlich mit dem Feuer da. Bei uns auf dem Boot. Hat wieder aber auch einen Spaß, das Ding auch wieder zurückzuführen. So, Ausdauer auch langsam am Arsch. So, aber auf diese Weise kriegen wir wahrscheinlich schneller hier die. Der hier ist voll, okay, dann hier. Die 345 Holz zusammen. Oh, Kanickel. Übertreibt nicht. So, dann brauchen wir jetzt Licht. Auch irgendwas am Leuchten. Oder... Wir sind mal so, tuckern mal ein bisschen zurück. Kann man ja später auch noch mal wiederkommen. Wird das ein Spaß, wieder zurückzutuckern? Aber wir wollen nun mal unsere Festung haben auf der Insel. Und da lasse ich mich auch nicht von abhalten. So, aber ich will jetzt auch erstmal noch mal was essen. So, ja. Das muss jetzt bald fertig werden. Komm schon. Boah. Das dauert. Der Mond sieht geil aus. Da hinten. Aber es wäre doch sinnvoller, hätte ich ein kleines Boot gebaut. Oder vielleicht dieses Hausboot.
Wäre schöner, wenn ich jetzt irgendwie auf ein Boot komplett von Grund auf selber bauen kann, so wie ich das haben möchte. So ähnlich wie eine Raft. Wäre nice. Aber naja, vielleicht kommt das ja bei Sons of the Forest raus. Man sich ein Boot bisschen anders bauen kann, so ein Floß. Jetzt weiß ich zumindest noch nicht, ob das anders dann auch möglich ist. So, dann wären wir da. Muss ich hier hin? Anscheinend. Oh, das wird eine Arbeit. Ich finde es cool, dass hier offen ist der Bereich. Ja, ein bisschen durcheinander da oben, das Holz, aber hier ist offen. Kann man hier vielleicht so einen geheimen Ausgang oder sowas draus machen? Nice, gibt wieder Wasser. So. Jetzt will ich wissen, wo hat er denn überhaupt angefangen mit dem Bauen? Vielleicht hier hinten, ne? Ja, hier hat er angefangen. Ist auch ein bisschen schief, aber egal. Muss ja nicht perfekt sein. So. Dann haben wir hier auch noch mal eine Stelle für Feuer. So, das ist das hier oben. Ne, das will ich jetzt nicht hier abbrechen. Hier ist kalt und du bist das Bauernfeuer, um dich zu wärmen. Ah, okay, hier noch mal Feuer. Ich auch am überlegen bin, sobald das da hier fertig ist, vielleicht dort drüben irgendwie so eine Art Turm zu bauen oder sowas mit so einer Hängebrücke, dass von da nach, also vom Turm zu der Festung hier rüber geht. Wäre auch wohl nice, finde ich. Also ich persönlich jetzt. So. Wir tuckern da jetzt aber erstmal rüber. Und dann beenden wir auch schon gleich die Folge für heute. Beziehungsweise für heute und für morgen, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich vorhin vergessen hatte, einen Cut zu machen. Aber ihr werdet das eh nicht merken, dann habe ich halt eine Doppelfolge aufgenommen, dann wird das nur geschnitten und dann seht ihr das in ganz normaler Länge bei mir. Ich habe halt nur vergessen, hier einmal mich zu verabschieden. Ja, kann mal passieren. Aber da wir jetzt schon hier drüben sind, sage ich auch noch mal vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.